So, kleines Telefonat, Riesen-Action. Ich musste jetzt mit Telefon hantieren und den Blood Moon dem Gegner den Rest geben, was fast gescheitert wäre. Nicht fast draufgegangen wäre. Jetzt mache ich aber hier noch ein bisschen zu Ende und dann höre ich auch erstmal auf und mache eine kleine Pause. Und dann sehen wir uns bald wieder. Also im Hardcore-Modus ist das Spiel echt nicht ohne. Dafür haben wir jetzt einige Shackles gefunden und damit auch einiges an Verteidigung bekommen.
komplett fertig. Oh, wunderbar, das sind ja immer die aufregendsten Parts hier bei Terraria. Die Wände abzuhacken. Es gibt nichts Aufregenderes als hier Wände abzuhacken. Boah, schon wieder Telefon. Mann, was ist heute los hier? Ah, endlich ist die Hütte gleich fertig. Fürs Erste. Da haben wir auf jeden Fall schon mal mehr als genug Platz, hier die ganzen Sachen unterzubringen. Und können im Rest des Hauses noch mal ein bisschen mehr designtechnisch zur Hand gehen. Demnächst schalte ich mein Telefon auch wieder aus. Das nervt ja jetzt wie Sau. Ich meine jetzt ja nicht mehr. Hier, die letzten Stücke der Wand. Oh, das ist ja immer ein Erfolgserlebnis. Was für Schweiß und Kraft ich hier schon rum am Hacken bin. Da wäre eigentlich mal eine Dusche fällig. Na komm schon mal hin. Ja, es geht dem Ende zu. Ah, wunderbar. Dafür haben wir aber definitiv nicht genügend Steinwände, um das Ganze hier dicht zu machen. Das sehe ich jetzt schon. Ne, siehst du, da ist noch ein Fehler. Da müsste ich eigentlich noch abhacken können. Das Holz. Und dann muss ich das hier tatsächlich weghauen, damit ich da ein bisschen Stein hinkriege. Ich würde natürlich schon sagen, dass die Steinwände Vorrang zur Holzwand haben. Ist der Sprengmeister schon da? Ne, der ist noch nicht da, ne? Also viel gibt es zu entdecken und noch zu erleben. Ich freue mich riesig drauf. So,
das sieht so aus, als wenn es das jetzt gewesen wäre, hoffe ich. Okay, gucken wir mal, kann ich das jetzt... Ja, jetzt kann ich das da oben dran setzen, sehr schön. Und das war's schon mit meinen Steinwänden. Oha, da werden wir noch eine Menge Stein brauchen werden. So, wir werden aber noch viel mehr Stein brauchen. Das weiß ich jetzt schon. Nee, der Demolich ist noch nicht da. Der kommt wahrscheinlich tatsächlich erst, wenn wir Dynamit haben. Nein, ich... Achso, die brauche ich ja dann zuerst, ne? Genau. Um mir dann da draus die Wände zu machen. 80 Wände, das reicht vorne und hinten nicht. Hier wenigstens schon mal so ein bisschen was fertig, dass wir schon die ersten Kisten reinhauen können. So, die nehmen wir wieder mit, die nehmen wir auch wieder mit, die nehmen wir auch wieder mit. So. Hier wäre natürlich so eine Funktion nicht schlecht wie bei Minecraft, dass wenn ich eine Kiste kaputt mache, dass das Zeug da drinne durch die Gegend fliegt. Oh, in der Kiste ist eh nichts drin, das ist schon mal sehr schön. Nehmen wir die direkt mit. Und die erste Kiste stellen wir uns jetzt einfach mal dahin. Da will sie stehen, da soll sie hin. Darüber Holz und ein Schild. Was haben wir denn dann da rein? Tun wir da mal Holz rein. Alles, was irgendwie mit Holz zu tun hat. So, Woodwalls. Das Schild brauche ich eh noch. Okay. Edit Holz. Sehr schön. Jetzt haben wir eine Holzkiste. Holz, 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 Holz. So. Dann